dazu. Hallo zusammen, da sind wir mal wieder. Hallo, grüße euch. Wir sind immer noch in Costa Rica. Ja, unsere Costa Rica-Weltrundreise sozusagen. Ja, wir haben lange nichts mehr direkt von uns hören lassen. Wir waren ziemlich beschäftigt mit, was wir machen können, was nicht geht aktuell. Mit dem ganzen Corona-Thema natürlich. Also ich bin durch ein mentales Nadelöhr durch, muss ich sagen. Okay, das klingt interessant. Dann erzähl mal. Ja, also ich war ziemlich lange im Widerstand damit, weil die Vorstellung von unserer Weltreise natürlich eine andere war. Wir sind jetzt seit 5 Monaten in Costa Rica. Wir wollten andere Länder sehen. Wir wollten zum Beispiel nach Neuseeland, aber das bleibt garantiert dicht bis, keine Ahnung, bis unsere Weltreise zu Ende ist. Das auf jeden Fall, genau. Und auch innerhalb von Costa Rica waren oder sind viele Dinge im Moment gerade nicht möglich. Und ich habe mit dem schon ein bisschen gehadert, muss ich sagen. Also auf der einen Seite natürlich, wir haben viel unternommen und erlebt. Aber auf der anderen Seite war ich doch auch im Widerstand mit der ganzen Situation aktuell. Ja. Ja, das ist so und das hat halt einen einfach beschäftigt und zumindest auch die Energie gezogen, die man sonst für vielleicht andere sinnvolle Tätigkeiten oder auch Beschäftigungen gehabt hätte. Von dem her ist es auf der einen Seite nicht ganz einfach gewesen, auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder gesagt, komm, machen wir das Beste draus, wir versuchen die Zeit so sinnvoll zu nutzen, wie sie uns gegeben ist. Und arrangieren uns mit den Gegebenheiten. Also das war immer wieder so ein Auf und Ab zwischen Widerstand bei mir auf der einen Seite und Relativierung der Situation auf der anderen Seite, weil ja, uns durchaus bewusst ist, dass wir hier ein großes Los gezogen haben mit Costa Rica und in einem wundervollen Land gestrandet sind. Das da hinten ist übrigens der Arenal-Vulkan. Genau, und der Kameramann ist übrigens die Loretta. Vielen Dank dafür, mein Schatz. Ja, also in Costa Rica ist die Situation so, dass sie vor der Corona-Krise hatten die knapp 10% Arbeitslosigkeit. Jetzt sind sie bei roundabout 24% Arbeitslosigkeit. Offiziell, inoffiziell bis zu fast 40%. Die Leute hier sind trotzdem unfassbar nett, also echter Hammer. Die sind entspannt, die sind auf ihrem Pura Vida nach wie vor. Also das beeindruckt mich sehr und das ist auch ein Thema, wo mir persönlich geholfen hat, aus dem Widerstand rauszukommen, weil es geht einfach um die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und wie der Mats gerade gesagt hat, wir haben es in Costa Rica super erwischt. In den meisten anderen Ländern hätten wir heimfahren müssen. Wir sind hier, wir haben eine tolle Zeit, wir können trotz den Einschränkungen auch noch viel erleben. Wir verstehen uns mit der Familie gut und definitiv ist es anders als gewünscht. Aber wenn ich es ins Verhältnis setze, und das funktioniert für mich echt am allerbesten, dann bin ich völlig glücklich und zufrieden und alles ist gut. Genau, und das merkt man auch, dass wenn man da den Widerstand ein Stück weit rausnimmt, dass dann auch vieles wieder leichter geht, dass wir als Familie wieder besser funktionieren und uns auf die Sachen konzentrieren, die uns Freude machen, wo wir Spaß bei haben. Und ja, so haben wir jetzt in den letzten, Wochen haben wir auch gelernt, noch entspannter und noch flexibler und spontaner zu reisen. Ja, der Plan is no plan wird immer weiter ausgebaut. Genau. Das ist echt super. Also so haben wir es tatsächlich jetzt bei der letzten Unterkunft einfach so gemacht, dass wir da hingefahren sind und einfach mal uns ein paar Sachen angeschaut haben oder auch mal Leute gefragt haben, die uns eine Empfehlung gegeben haben. Also so funktioniert Reisen auch. Das war vor allem für mich eine echte Weiterentwicklung dahingehend, weil ich ja schon nach wie vor sehr planorientiert unterwegs bin. Genau. So viel. Wir tun jetzt inzwischen etwas mehr wieder reisen. In Costa Rica ist es vielfach einfacher jetzt seit dem 1. August. Die orangenen markierten Gebiete, was Corona angeht, die sind deutlich reduziert und haben mehr Locations wieder geöffnet.
Und wegen dem haben wir uns jetzt auch endlich hier nach La Fortuna getraut, hier zum Vulkan, weil Vulkane haben uns ja noch gänzlich gefehlt sozusagen. Und ja, jetzt machen wir noch einige Sachen, wollen wir nur erleben hier, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwann auch mal weiterreisen können, sodass wir noch die andere Hälfte von unserer Weltreise auch noch vielleicht das ein oder andere Land noch kennenlernen können. Ja. Genau, die Erkenntnis, Fogi? Dein Nadelöhr. Mein Nadelöhr. Also Zustimmung hilft enorm weiter für ein leichteres, glückliches Leben, definitiv. Widerstand kostet sehr viel Energie. Und bei der ganzen Betrachtung des Widerstands, den man hat, die Verhältnismäßigkeit nicht aus dem Auge verlieren. Das sind so meine Erkenntnisse aus den letzten paar Monaten. Sowohl was die Corona-Krise angeht, als auch was unsere Reise hier angeht. Ja, und jetzt geht's besser. Ich bin wieder voll da. Genieß den wunderschönen Vulkan. Ja, das und das schöne Land und die Leute hier, von denen wir so viel lernen können. Ich habe übrigens gesehen, dass in dem, ich muss mal nochmal gucken, wie es heißt, World Happiness Score, glaube ich, heißt es. Kannst du ja verlinken. Kann ich verlinken, werde ich verlinken. Da ist Costa Rica auf Platz Nummer 1. Das finde ich echt sehr bemerkenswert. Das habe ich jetzt erst vor ein paar Stunden rausgefunden. Bei was Nummer 1? Das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen. Ja, auf dem World Happiness Score. Ah. Oder irgendwie so ähnlich heißt das Ding. Mhm. Also, was das ist ins Verhältnis gesetzt, das Wellbeing, den Ecological Footprint, dann die Gerechtigkeit, glaube ich, innerhalb vom Land und nochmal irgendwas. Demokratie, ja. Genau, und da ist Costa Rica auf Platz Nummer 1 und ich finde es doch sehr bemerkenswert, dass wir just in dem Land gestrandet sind. Also ich finde es toll, wir können hier viel lernen. Wir genießen die Artenvielfalt, die Natur, das ist echt was ganz Besonderes. Ganz viele Nachhaltigkeitsprojekte gibt es hier, das ist echt enorm. Ich denke, da ist Costa Rica, die hat ja die größte Dichte. Und das ist einfach was, wo wir sehr dankbar drüber sind, wo wir uns drüber freuen, was auch zum Umdenken bei mir sonst auch noch führt. Das gibt es aber im nächsten Video vielleicht mal. Und, oder zum Umdenken bei uns, gell? Und insofern, ja, wir sind happy und freuen uns, dass wir hier sind. Genau. Wir wünschen euch auch eine ganz tolle Zeit weiterhin. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt hin und wieder öfter mal so ein Zweier-Interview machen. Wie es uns auch geht, wie es der Familie geht. Vielleicht wollen ja auch mal unsere Mädchen ein Interview geben, was ja auch mal eine coole Sache wäre, die Lorettas. Schüttelt den Kopf. Schüttelt den Kopf. Ja, also in dem Sinne, fühlt euch ganz herzlich umarmt und ja. Und bis bald. Bis bald mal. Ciao. Ciao. Hier seht ihr übrigens den Happy Planet Index Score, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Hier ist Costa Rica aktuell auf Platz Nummer 1.